willkommen zu einer neuen Folge von Equine Stories. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute auf der Equitana auf geheimer Mission und ich werde euch heute mitnehmen, denn Ingrid Klimke ist hier und wir wollen sie finden und ihr natürlich auch ein paar Fragen stellen. Also kommt mit! Zufällig gesehen heute. I speak English. Ah, you speak English. Hier ist sie irgendwie auch nicht. Langsam frage ich mich, ob ich die heute überhaupt noch finde. So, mal gucken, ob sie hier mitreitet vielleicht. Irgendwo muss man die Frau Klimke ja finden hier. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. So, die Ingrid haben wir noch nicht gefunden, aber dafür habe ich was anderes Cooles gefunden. Und du, Nadja, kommst jetzt mal mit. Oh. Wir haben sie endlich gefunden und jetzt frage ich sie auch noch was. Sie sind eine erfolgreiche, sehr erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin und haben eben das Buch geschrieben, müssen aber auch sehr viel trainieren. Wie schaffen Sie es da wirklich, die Freude am Reiten für sich und Ihre Pferde zu erhalten? Sie haben gerade gesagt, ich müsste trainieren. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe einen Traumjob. Ich empfinde das nicht als Muss, sondern ich empfinde das, ich bin dankbar dafür, dass ich gesund und munter bin, so tolle Pferde habe, so tolle Pferdebesitzer und Partner habe und eben meine Leidenschaft und mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und wenn jetzt mal ein Pferd irgendwie dann doch an einem Tag sagt, oh, jetzt habe ich nicht ganz so viel Bock, darf es dann wieder zurück auf die Koppel? Gibt es das gar nicht? Sind die immer motiviert? Oder gibt es dann auch mal einen Klaps mit der Gerte, dass es jetzt dann doch geht? Pferde sind Lebewesen und da gibt es immer mal einen Tag, wo man eigentlich so denkt, Mensch, ich könnte jetzt daran anknüpfen, an das, was ich gestern oder vorgestern erarbeitet habe. Aber da es Lebewesen sind, gibt es auch mal einen Tag, wo man aus irgendeinem Grund diesen Knoten gerade nicht gelöst kriegt. Und dann weiß man aber, das sind einfach Entwicklungsphasen und man muss einfach Geduld haben und das dann morgen oder übermorgen wieder probieren und dann klappt es irgendwann. Ein anderer Schwerpunkt ist ja auch, dass Sie junge Pferde ausbilden, auch jetzt zum Beispiel Ihren Vierlefanz. Wann oder gibt es einen Punkt, an dem Sie merken, okay, jetzt ist das junge Pferd bereit, sein erstes Turnier zu gehen? Ja, das erste Turnier bestimme ich, nicht das Pferd. Aber es zeigt natürlich schon, ich nenne das Turnier dann, wenn ich das Gefühl habe, dass zu Hause die Aufgabe gut klappt. Dann bin ich mutig und sage so, wenn das zu Hause kann, muss er auch zeigen, dass es auf dem Turnier kann. Alles klar, super. Okay. Vielen lieben Dank. Gerne.